Hallo zusammen. Wir stehen immer noch vor Thorald. Also eigentlich sehen wir uns direkt gleich wieder im Schnellreisebildschirm, weil wir haben nämlich neue Aufträge erhalten, also beim letzten Mal. Weil Thorald hat uns zum Beispiel erzählt, dass wir einen Vater haben. Wir sollen immer noch Konrad töten, also wirklich. Das wird nicht mehr passieren. Der ist sehr selten, neue Reaktorschule. Soll ich so eine alte Reaktorschule holen? Zardon-Beweise sammeln, Vaterfreuden, Krieg der Maschinen. Ja gut, ich habe also gut die alle abgeschaltet. Das Einzige, was ich halt noch... Da können die Länder der freien Menschen auswählen, sollten abgeschaltet werden. Naja, gut, ich habe doch schon alle Konverter abgeschaltet, die freien Menschen bedrohen. Ich meine, ich könnte noch... Ich werde jetzt noch nach Zarko gehen und da die Konverter zusammenschießen, aber dann habe ich echt alle, oder? So, das habe ich alles. Tavar, das kann ich halt auch nicht weitermachen. Ignadorn halt auch nicht, wa? Tja, da werde ich auch nicht beim Ausbeuten. Na, dann machen wir erstmal das hier. Dann müssen wir wahrscheinlich nur... Reaktorspule, Schalter? Was macht denn der Schalter? Warum habe ich einen Questmark für einen Schalter? Muss ich das gut finden oder schlecht? Naja, das wird dir wahrscheinlich relativ schnell gehen. Ich habe mich... Das ist... Verrottete Überreste einer längst vergangenen Zivilisation. Ach so, der Spaß ist im Keller. Die Terravögel halten ja auch gar nichts aus. Das Ding ist halt, ich war hier schon mal und bin dann hemmungslos weggerannt von welchem Zeug. Und jetzt weiß ich auch warum. Beim letzten Mal war das hier halt irgendwie total schwierig, weil das Gebiet ist halt auch für viel später gedacht, ne? Achtung! Ich kann mich noch erinnern, wie ich einen schwachen Wühler anschaue. Es geht los! Tja. Was ist der denn? Die Tieren schon bunt zu, muss ich sagen. Vor allem, so wie ich das hier an der Wand höre, sind hier immer noch welche Viecher, die immer noch mich zustimmen wollen. Ich glaube, auf den Schock esse ich erstmal ein Steak oder zwei. Oder ist das nur die Leiche, die hier an der Wand klippt? Das ganze Vieh, wenn man herkommt. Steht noch was in der Tür? Ja, anscheinend nicht. Na, jetzt stecken wir die Waffe wieder weg. Ah, genau, das war jetzt hier oben, wo ich durch die Wand geklippt bin. Ich erinnere mich auf meinen Upload. Ja, auf jeden Fall, das ist ein bisschen doof, dass die Gebiete nicht ein bisschen besser getrennt sind oder dass klarer sichtbar ist. Weil ich bin ja schon ganz am Anfang reingelatscht. Ich hätte echt keine Chance hatte. Ach so. Das ist Kaya, die hier rumbuggt. Naja, die wird sich hoffentlich hinter mir teleportieren, wenn sie weit genug weg ist. Check Auto. Bei der Brille sehe ich ja schon mal deutlich, dass hier irgendwie im Keller noch was steht. Man kommt jetzt einfach nicht aus dem Kampf raus. Was ist das? Achso. Also Kaya ist anscheinend immer noch der Meinung, dass er mitten im Kampf ist. Was ist denn hier? Was ist das, Alex? Schweren. So. Ja, das ist auch relativ klar, dass hier... Ich hätte nie gedacht, dass hier ein geheimes Labor ist. Also die Rüstung bringt doch ein bisschen was, würde ich sagen. Also es blockt schon einen ganz guten Schaden ab hier. Bisschen schade, dass ich bereits die komplette Wahrheit über Kalan weiß. Das heißt, irgendwelche großartigen Geheimnisse werde ich hier nicht mehr aufdecken, ne? Nur weil hier so ein geheimes Forschungsinstitut. Ja, vielleicht erfahre ich noch was über Dornkens. Der ja immer noch ein solider Anbieter, finde ich, eine Bühne ist. Ach guck mal, da kommt Kaya angeschwebt. Oh, gruselig. Ja. Total. Vorhin, nachdem ich. Das hätte ich mir auch beim ersten Mal, wo ich hier. Na gut, beim ersten Mal bin ich auch ziemlich Panik gehabt, gerade. Scheiße. Ich werde hier auf dich warten. Ja. So, dann müssen wir mal kurz, was Gutes essen. Dann muss ich mal eben. Ich habe doch bestimmt ein Antigift bei, oder? Stim Antitoxin Resistenzgift plus 40. Ich habe da noch meine Atemmaske, die hilft doch auch noch gegen Gift, oder? Schutzmaske, Resistenzgift, genau. Machen wir das hier. Dann sehe ich zwar nichts, aber. Was habe ich noch irgendwie ein Giftresistenz? Hier. Ring der Harte, kann ich zwar keine Waffe. Oh nee, das kann ich. Giftresistenz, genau. Ist zwar ein bisschen schlecht, aber. Ach, die anderen haben nicht alle verkauft. Na gut, okay. Gut, und dann kann ich jetzt hier noch schnell so ein Antitoxin mehr reinhauen? Nicht? Oh, ich kann die Stims gar nicht benutzen. Warum bewahre ich die überhaupt auf? Die haben eine eigene Kategorie, die Stims.
Ach, tatsächlich, ich kann die nicht benutzen. Na denn? Na gut, dann gehen wir mal so rein. Ich werde hier auf dich warten. Ja, mach mal. Mir fehlt ja so ein bisschen meine Brille. Das! Na gut, schön, dass da drin lauter Heiltränke liegen. Oh, war mein letztes Quicksave? Ach, das war bevor ich den großen Kampf hier gemacht habe, oder? Ein Schleimdragon. Gruselig. Total. Das ist das Vieh jetzt auch tot, weil es so gruselig ist. Ja, der große Gross der Viecher müsste ja... Dieser gehe ich aber an. Habe ich nicht irgendwo noch so eine... Es ist Zappenfenster hier drinnen. Ich hoffe an den lauter Viecher, die mich bestimmt gleich anspringen. Granatenkiste, aufspringen nicht empfohlen. Ich will auch immer die Granatenkiste haben. Was sind denn hier die... Ich hatte doch mal. Welche kann die Achter die machen? Ach, ich stehe direkt vor der Wand in der Ecke. Bin ich jetzt hier durchgefallen? Rasche Schach, wa? Achtung! Okay, jetzt der Lebewesen entdecken vielleicht doch gar nicht schlecht. Aber einfach, weil ich nichts sehe. Kann ich das Ding in die linke Hand nehmen? Jetzt eine Taschenlampe, ne? Wäre viel wert. Ich hoffe, Kaya haut was auch immer da gerade rumrennt, von alleine kaputt und muss sich damit nicht rumärgern. Hat sie anscheinend, oder? Hat sie. Ich bin ja nicht mit Leuchten beschäftigt. Also ich bin definitiv im Keller. Ja, ist geil. Hervorragend. Achso, das ist klar. Die Treppe nach unten, die ich vorhin gesehen habe, führt natürlich nach unten. Hätt's gedacht. Die hier endlich mal lauter kleine Heiltränke. Das ist wirklich auch. Ach, guck mal, hier ist ein Steuerpult. Finden wir vielleicht Sachen, die nicht hinweisen. Kein Bitter? Es tut mir leid, Sir. Der Doc hat mich aus seinen Laboren verbannt. Und das kurz vor einem entscheidenden Durchbruch. Sobald diese Phase vorbei ist, wird er hoffentlich selbst Bericht erstatten können. Außerdem bitte ich jetzt bereits in seinem Namen um einen genauen Statusbericht der anderen Forschungsstation. Aha. Jetzt bin auch mal nur die Hälfte bei diesen Dingern zu haben. Ja. Es geht also noch weiter runter, das ist ja schön. Ob irgendjemand Raketen gebaut hat, die tatsächlich auch gestartet sind? Vielleicht gab es ja mehr als einen. Eine Raketencrew. Hey, machen die nur komische Geräusche. Heute ein entscheidender Durchbruch. Vielleicht doch Dornkids? Oh, mächtige Energiespeicher, die können wir auf jeden Fall nochmal hier brauchen. Falls wir wieder Zeug machen wollen. Ist noch was Schönes? Was ist das hier noch? Scheint aber Höhlenpilze. Ich habe bis jetzt hier eine Menge nichts gefunden in diesem Keller und halt irgendwie Heiltränke, aber. Was ist das hier für eine Luke? Das Ding, was ich von oben gesehen habe. Das ist wahrscheinlich ein riesengroßer Tank, nehme ich mal. Aber halt so richtig. Weiterbringen tut mich das auch nicht. Oder hätte ich irgendwann schon mal abschließend geklärt, wo die Energie für die ganzen Lampen hier herkommt? Hm. Bin ich wahrscheinlich. Kann ich sie überbluten, der Wand? Das spricht ja irgendwie von einem eher gewaltvollen Ende der ganzen Angelegenheit hier. Es gibt ja so chemische Notlichter. Aber ich bin mir relativ sicher, dass diese hier nicht chemische Notlichter sind. Ja, gut, hier bin ich.
Den Fahrstuhl noch weiter drunter fahren kann? Na genau, ich bin nicht runtergefahren. Überraschenderweise. Na gut. Ja, schön durch die Wand geklippt. Na ja, gut. Zumindest gibt es eine Treppe. Es gibt ja immer wieder Anlagen, die auf Treppen komplett verzichten. Das ist Treppe, geht doch ganz schön hoch. Jetzt bin ich wieder in der Erdetage. Ne, genau, hier sind nämlich die Bubbles. Ach komm, Magnesium-Fackeln, Mensch. Die können wir bestimmt. Hallo, Faker, Leute. Ich habe einen Link für dich, den du dir lang und breit durchlesen kannst, wenn du mal Zeit hast. Vielleicht findest du es auch halt. Aber man muss es sich aber ganz durchlesen, sonst ist es nicht lustig. Guck mal hier! Stasis-Dualhammer! Und, nee, das ist ein Dualhammer, kein Duellhammer. Die ziehen jetzt als schwere Waffen? Nicht. Habe ich bestimmt total übersehen. Gefährliche Gegend. Ja, ja, gewiss. Ach ja, jetzt die Viecher da draußen müssen wir töten. Ach, jetzt ist die Magnesiumfackel alle. Okay, die können also auch auslaufen. Okay, gut. Was das früher wohl mal war? Ein Wühler. Jetzt nicht mehr, er ist nämlich tot. Übrigens ein weiteres gutes Argument für diese Rüstung ist. Die sieht besser aus. Weil die noch so ein. Die war noch so ein. Genau so ein Vieh. Warte mal. Vorsicht! Oh, das war die falsche Waffe. Ups. Jetzt hab ich mit der guten Plasmawaffe auf den Kritter geschossen. Das andere Ding wäre bestimmt auch tödlich gewesen. So, hier. Sehen wir, welche Tresoren ich knacken kann? Ha! Ja, gut. Hast du was, der Hamburger? Du Sau! Ist ja fake, Leute. Mach das hier einfach Hamburger. So, wir waren jetzt. Welchen Gebäude? Dann da drunter. Wir waren noch vorhin nicht im. Genau, da ist mir aber Quicksave hier. So, und jetzt machen wir das nochmal hier. Also nochmal die. Vielleicht doch Giftresistenz. Ich könnte sogar noch Giftresistenz schnell leveln, wenn ich jetzt schnell zurückreisen würde wieder hin. Ich habe Giftresistenz noch gar nicht gelevelt. Mit Giftresistenz wird es schon richtig gut aussehen. Na gut, egal. Versuchen wir das nochmal. Also nochmal den Ring der Giftresistenz. Und dann die Schutzmaske haben wir 35% Giftresistenz. Das sollte ja wohl gerade so reichen, um schnell die Heilung zu machen. Wenn ich mir so eine Duty leiste wie beim letzten Mal. Schneller plündern, Jax! Gibt's hier noch was? Sicherheitsprotokoll, das ist echt nicht überleben. Und wieder rein. Ich werde hier auf dich warten. Und das gibt's eigentlich schlimmer, je länger es anhält? Schrotflinte? Ich glaube, das Gift wird schlimmer, oder? Je länger es hält. Ich glaube, das Gift verhindert, dass ich mich heilen kann, oder? Also, ich glaube, das war es übrigens nicht wert, da reinzugehen. Zumindest nicht für die Heiltränke, die ich geplündert habe. Weil die. Weil die Heiltränke haben mich wahrscheinlich definitiv mehr gekostet als das, was ich gerade. Ja, wir haben ein Sicherheitsprotokoll gefunden, ne? Das ist ja schon mal viel wert. Ist aber noch ein besseren. Warum spielt der nicht im Hintergrund so komische Musik? Was? Gasturm, Wachstum. Ja, gut. Natürlich Wachstum. Sicherheitsprotokoll. 2:17, Alarm ausgelöst. Sicherheitsnummer Einbruchstelle gesichert. Auslösung Alarmcode 3. Suche nach Einigung erfolglos. Code 13 muss zentral halten. Sicherheitsteam hat Fehlalarm bestätigt. Wiederaufnahme Code grün. Ablauf komplett normalisiert. Ist sonst noch was Neues hier gefunden? Scroll. Immerhin ist Elix ein Spiel, wo man das Mausrad verwenden kann. Ich habe schon Spiele erlebt, wo man das Mausrad in so. Genau, das ist da unten, da war ich schon. Okay, genau. Wo das Mausrad keine Option ist, was halt echt dumm ist. Okay, Quick Save. So. Da unten ist noch jede Menge Loot und wir waren ja gerade im Keller. Das heißt, es gibt hier noch einen zweiten Keller. Wer meint ja auch, er wurde aus seinem Labor geschmissen, der Typ, der aus den Audi-Lock. Mehr Magnesium-Fackeln. Hä? Warte mal, spielst du gerade? Ah, das sind jetzt, habe ich vorhin geplündert, bevor ich gestorben bin. Genau, hier ist ja quasi die bessere Autowerkstatt. Das sieht, diese Vertiefungen sehen halt zum Beispiel, sehen halt aus wie eine Autowerkstatt, sind es aber keine. Das da hinten sieht halt aus wie so ein Kontrollbunker, ne? Ist hier vielleicht irgendwie ein Loch im Boden? Nö.
nochmal hier. Oh, guck mal, hier ist wieder so ein Vieh. Vorsicht! Zyklop hat hier nichts bewacht, oder? Weil hier ist ja nichts. Das heißt, Zyklop läuft einfach nur sinnlos rum, oder was? Plus die Rottenbräuche. Na gut. Aber man droppt Elix, das Vieh. So, was ich gerade sagen wollte, die Hütte da vorne sieht doch eigentlich so aus, als wäre sie ein Geheimeingang. Zu den Komplex. Uah! Wo kommen denn die Viecher her? Warte mal. Zwei? Zwei ist ein Problem. Hätte ich den auf meinem Weg hierher begegnen sollen? Moin. Ich würde dich nicht hier. Ich hätte ruhig mal eine Sekunde eher abbrennen können. Keine Ausdauer zum Blocken gehabt. Na gut, dann essen wir auf den Schock erstmal zwei Suppen. Hätte ich die irgendwie sehen müssen, die Riesen? Guten Abend, Tiax. Oh, eine Alternativzelle. Die jetzt zum Glück seit. Ach, den Tresor. Die Tresor hier habe ich schon leer geräumt. Das ist ja schön. Oh, der war schon immer leer, aber ich glaube, ich habe ihn leer geräumt. Nutze ich es an mich selbst. Nicht vergessen, morgen zum Geburtstag gratulieren. Ja, wen denn? Hab ich so ein bisschen überrascht, das Riesenvieh. Na gut, weiter geht's. So, hier rechts war ja die bessere Autowerkstatt. Da wird wohl nichts mehr sein. Ich glaube, ich war hier auch schon auf dem Dach, oder nicht? Ich müsste hier auch mittlerweile alles tot sein. Das heißt, wir können auch erstmal mit der guten Gewissens eine Magnesiumfackel rausholen. Haben wir zum Glück nicht mehr so viele. Danach kriegen wir raus, wie wir da runterkommen. So. Wie sollte das hier abbrennen? Naja, weil Kaya mit dem Feuerball da drauf geballert hat. Da erwarte ich abbrennen. Am besten vorzeitig. Früh. Schwefel brocken? Ja, ist ja schon wieder. Ist hier irgendwas Schönes? Ja. Außer Klimageräte, die bestimmt nicht mehr funktionieren. Weil sie ihre jährliche Wartung verpasst haben. Leer. Na ja, Magnesiumfackeln. Was, hier liegt auch so eine dumme? Nee, ja. Ich dachte, wir würden große Dinge verbringen. Aber anstatt die Geheimnisse des Universums zu ergründen, beschäftigen wir uns mit realitätsfernen Zukunftsideen. Immer noch Brennstofftests, Simulationen zur Beständigkeit von Materialien bei hoher Strahlungsbelastung, synthetische Herstellung von Sauerstoff. Was soll das? Um Sonden ins All zu schießen, brauchen wir solchen Mist nicht. Hä? Ist er dumm? Was ist denn das für ein Wissenschaftler? Das ist ja, künstliche Herstellung von Sauerstoff. Also, beziehungsweise eigentlich ist das CO2-Resorption. Resorption, ist das richtige Wort? Also, auf jeden Fall ist es das. Also, es ist halt die Regenerierung von CO2, Sauerstoff. Ist das. Also, da schreit doch alles, wenn ich sowas höre. Hohe Strahlenbelastung, hört sich eventuell an, vielleicht wie der Strahlengürtel außerhalb des. Besser, wir beeilen uns und verschwinden hier schnell. Das klingt doch alles nach bemannte Raumfahrt. Realitätsferner Unsinn. Was hast du da von einem Batman-Umhang? Das ist die hallo Alex, super Best Game. Das ist die Regenten-Klamotten. Die habe ich für 19.000 Taler gekauft. Nur, damit ich mit dem epischen, ich glaube, selbst wenn ich stehe hier, geht ein dauerhafter Lufthauch geht hier durch.
Das kenne ich. Ich glaube, ich habe mir sogar die... Ich muss kurz gucken, ob ich mir auch die Regentenhose gekauft habe, aber war die zu teuer. Ja, genau. Ich habe auch die Regentenhose getragen. gekauft. Für den Regentenhelm hat es übrigens nicht gereicht. Da muss es weiterhin die billige Sonnenbrille vom Asiaten tun. Hier ist der andere Fahrstuhl. Okay, gut. Das hat sich trotzdem noch nicht so ganz geklärt, wie man in den anderen Keller kommt. Wo muss ich in den ersten Keller nochmal vielleicht nochmal richtig runter? Warum ist die Treppe hier unten eigentlich so dunkel? Ist ein bisschen verwirrend hier auch nicht. Hier waren wir schon. Die Magnesiumfackel hat auch eine relativ schlechte Lichtausbeute. Sind die Dinger noch sauer hell oder nicht? Wie lange hält eigentlich so eine echte Magnesiumfackel? Ein paar Minuten? Wenige Sekunden? Ich hab noch nie eine in der Hand. Also warum auch? Oh, ja, die noch mehr Aufzeichnung. Nein, doch nicht. Mehr Leben schon. Zu viel Kohl? Ich esse immer Asselfleischsuppe. Das könnte durchaus sein, dass die da eventuell Nebeneffekte hat. Oh, ein Lehrer. Den Spinn habe ich auch schon geplündert? Wann denn? Das letzte Mal, wo ich hier war, bin ich panikhaft durch die Gänge gelaufen, auf der Flucht von welchen Viechern, die Treppen hochgelaufen sind. Aber anscheinend hat mich das nicht aufgehalten, hier jeden Spinn zu plündern oder was. Ist das mein Ernst? Wie ist das gemacht? Ich kann mich erinnern, dass ich hier oben war. Das sieht ja nicht. Also eigentlich ist es auch ein kleiner roter Stein. Den habe ich dann letztes Mal anscheinend übersehen. Toilettenpapier ist da noch. Sanftes Klopapier sogar. Haha! Welch Glück! Geht's aber wieder runter? Also, ich habe ja zwar. Was ist ein Panic Ninja Looter? Ja, anscheinend! Oh, Zeug! Vorhin letztes Mal waren hier oben noch Viecher, sind die jetzt alle tot? Also waren die, habe ich die jetzt unten erschlagen? Das Ding ist, es ist schön, dass ich jetzt hier oben bin, aber hier gibt es nämlich nicht so richtig viel, oder? Außer ein Funkturm, der übrigens komische Geräusche macht. Elex. Nein, da gibt's nichts. Hector Shot. Warte mal, wie komme ich jetzt da rüber? Also, außer den offensichtlichen Weg, dass ich hier einfach. Kann ich einfach. War ich da gerade? So, da komme ich her aus dem Gebäudeteil. Hier ist jetzt das Radio, was die ganze Zeit Krach macht. Geldbündel? War ich in den Raum hier nicht gerade? Genau, hier war das. Das hier zu den Laborräumen zählt? Weil ich muss ja eigentlich aufs Dach. So, hier sind die Fahrstühle. Nee, das ist. Also, es liegt noch erheblich Loot auf dem Dach, so wie es aussieht. Dann müssen wir da mal hochfliegen. Schaffe ich das? Ich will hier eine Rolle vorwärts machen. Haha! Wenn so richtig viel Zeug rumliegen, tut ihr aber auch nicht. Hier oben steht zumindest das Kalan-Radio, wie es aussieht. Seit 10 Millionen Jahren wahrscheinlich. Ich gedacht, hier ist es. Mein Metallschrott. Wo steht dieses elendige Radio hier rum? Das muss weg. Also ich glaube, hier oben hat sich jemand seinen Außenposten gemacht. Das Feuer ist zwar aus, aber kann ich da noch essen? Ah, verdammt. Das ist ja eigentlich eine ganz. Eigentlich bietet der Ort hier eine ganz gute Deckung. Wenn die ganzen Viecher draußen vor der Haustür nicht wären. Okay, das ist ein Bild einer Katze. Das noch bestens erhalten ist, wie ich feststellen möchte. Steuerpulte, Verbandstaschen. Ja, gut. Ich habe ja auch als Questfeuer immer noch die komischen. Sogar noch höher. Fliege ich jetzt aufs Dach, nur um einmal Metallschrott abzuholen? Schaffe ich das überhaupt? Oh doch, klar, das schaffe ich. Das ist relativ risikolos. Ich muss ja eigentlich nur... Aber das ist nicht, weswegen ich hier bin. Ich bin da nicht geschafft. Gut, ich bin also auf dem Dach des Firmengeländes Südedan. Heißt das hier so? Ja, nee, Westedan ist das. Na gut. Und habe nichts gefunden. Ach, von hier aus könnte ich auf den Funkturm überspringen, wenn ich wollte. Aber ich weiß, da ich bereits weiß, dass da oben nichts ist. Das Spiel markiert mir ja hilfreicherweise schon den Schalter, den ich brauche. Aber direkt durchspüre ich mich.
Jetzt wird wahrscheinlich den Schalter im Keller drücken müssen, oder? Ich hab das Radio aber nicht gefunden. Weil ich war ja da, genau da, wo ich jetzt draufstehe, da war ich in den Raum schon. Und links davon ist anscheinend noch ein Komplex. Warte mal, nee, der Eingang war woanders, der war nämlich hier drüben. Vielleicht, wenn dieses dumme Radio rattert. Ist echt schon lästig, sind wir mal sicher. Und die nächste Magnesiumfackel. Nicht gut. Gar nicht gut. Es ist nur eine Magnesiumfackel, beruhig dich. Genommen. So, und der Höhe liegt hier oben mein Schalter. Und der ist. Ach, da vorne! Komplett übersehen den Raum hier. Ist das mir auch so ein bisschen fehlt? Ist so ein Sicherheitsroboter. Aber irgendwie drängt sich auch ein bisschen der Verdacht auf, dass das. Obwohl, die hat einen Computer. Nee, dann passt das nicht. Ich wollte gerade sagen, dass das die Vor-Meteoriten-Gesellschaft irgendwie so 50er Jahre Tech hatte. Weil irgendwie gerade was zur Weltraumerkundung angeht, hat er das eine Audiolog ja irgendwie von ziemlich. Achso. Oh, jetzt? Achso, das ist der ganze Reaktor hier. Ach hey! Wie groß ist denn diese Reaktorspule? Achso, das ist. Okay, gut. Hier ist noch ein Spur, ich kann ja mal sehen. Na gut, das ist ja das Schloss. Das war wohl nichts. In der Tat nicht. Ach, das Ding ist es. Zu einfach. Wow. 20 Zigaretten. So, man gibt mir meine Fackel wieder. Vielleicht brauche ich die noch. Oh, zweimal Suppe. Die ich wahrscheinlich nie essen werde. Hier war noch ein Dreier-Ding. Das kann heiter werden. Die Dreier-Dinge aufzumachen, ist ja jedes Mal ein Akt aufs Neue. Amulett des Abends. Das kann ich nicht mehr tragen. Ja, ja, ist auch egal. Johannes. Ich vergesse das jedes Mal. Das sind ja immer die gleichen Sachen. Das war wohl nichts. Mal. Bis hier. Das war wohl nichts. Nicht? Das war wohl nichts. Achso, okay, das geht also nicht. Das war wohl nichts. Das war wohl nichts. Das war wohl nichts. Langsam reicht's! Dann muss ich jetzt bis dahin fahren, wieder zurück. Hä? Das war wohl nichts. Langsam könnte mir echt die Dietrich ausgehen, wenn es so weitergeht. Auch nicht? Das war wohl nichts. Zu einfach. Ja, genau, das habe ich auch gerade 10 Versuche gebraucht. Amulett des Schutzes, maximale Gesundheit, Rüstung, Schlösserknack, minus 1. Strahlungspatronen, der hat lange für hochgradig verstrahlt. Also Uranmunition quasi. Na gut, ich glaube, ich hatte auch schon mal eins. Nein! Bin ich mal gespannt. Finde ich jetzt hier meinen? Das ist ja auch übrigens ein unnötig kompliziertes Schloss, ne? Wer macht denn bitte schon so einen riesengroßen Säulengang? Als Eingang? Vor allen Dingen, warum ist hier drinnen irgendwelche Holzsachen? Das ist, hier drinnen dürfte echt nichts verfallen sein. Wann regnet es hier drinnen? Anleitung? Richtig Geiter. Das ist ein bisschen unnötig. Das klassische Fallout-Problem. Bunker seit 150 Jahren nicht geöffnet. Was sind wir drinne? Eine selbstgemachte Pistole. Ich erledige das. Das ist ja total unlogisch. Oh Gott, in diesem Bunker war schon seit hunderten von Jahren niemand mehr. Aber wir finden eine improvisierte Pistole. Genau.
Mit einem Holzblock. Obwohl, du kannst. Niemand hier drin kann ja gering gewesen. Na gut, das große Geheimnis werden wir auch beim nächsten Mal finden. Oh Mann.